Soll ich anfangen, soll ich wo? Anfangen, soll ich wo? Anfangen, wo? Bei dem Besitz, bei dem Besitz, bei dem Besitzer, 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 von Erfahrung, von Erfahrung, von Erfahrung, von Erfahrung, bei dem Besitzer von Erfahrungen, Erfahrungen. Bei dem Besitzer von Erfahrungen, soll ich anfangen da, wo es ein Ich zu geben scheint, das erzählt, es hätte etwas, sowas wie eine Geschichte. Das ist mein Leben, mein Körper, meine Erfahrungen, meine Erinnerung. Das ist doch meine Erinnerung. Erinnerung. Wenn ich schon dabei bin, über mein Leben zu sprechen, kann ich nur mit feinen Lügen dienen, gut verpackt in süßen Worten. So. So war es damals. Und keiner braucht einen Beweis. Dafür, dass es nicht so war, wie man es zu erzählen pflegte. Keiner kann die Vergangenheit zurückholen. Zurückholen. Doch wer weiß, vielleicht musst du sie in einem ewigen Déjà-vu traumgleich noch einmal erfahren, der, die du überall bist, in allem und jedem. Brauchst keine Zeugen für dich selbst. Tust dir alles an, doch geschieht dir nichts dabei. So machst du dich selber lächerlich, indem du glaubst, du hättest etwas. Du tust so, als seist du der Besitzer von einem Stückchen Sein. Das nennst du dann auch noch dein und leidest dann so fein, nur für einen kleinen Moment. Unter deinem, Aberglauben, aber ich glaube doch daran, dass es mich als ein Menschlein gibt. Nein, ich sage mir, das ist nur eine spektakuläre Erfindung von einem Geist, der sich gar nichts scheißt. Denn er kann sich selber nicht finden. Und zum Glück sucht er sich nicht. Und zum Glück sucht er sich nicht. Was sucht sich dann? Was macht sich selber an? Was macht dich aus? Was bringt dich rein? Was zieht dich raus? Zählst du die Tage,
bis du verblassen magst im Schein deiner seelenhaften Lüge. Du weißt, du bist nicht gemeint, dich kann kein Wort treffen. Und was getroffen wird, ist der Wirt der Parasiten, der Wirt der Parasiten, der Wirt der Parasiten. Und kommt der eine Wirt zu seinem Ende, tritt der andere Wirt an seine Stelle. Er bewirtet uns gut. Er bewirtet uns gut. Er macht es automatisch. Er macht es automatisch. Er hat keine Freiheit der Wahl. Schon allein, dass er glaubt, er hätte eine Wahl, zeigt seine Verwirrung, dass er sich für ein Teilchen hält, das über andere Teilereignisse entscheiden könnte. Er ist selber das diabolische System. Er will die Trennung aufrechthalten, damit er existieren kann. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht nichts. Das macht schon was. Das macht schon was. Ja, das macht Lärm. Das macht Lärm. Das macht so viel Lärm. Da ist denn nur Lärm und Ruhelosigkeit. Mit was soll ich, mich vergleichen? Ich will Leichen meinen Weg gepflastert sehen. Tote Tiere, tote Bäume, tote Pflanzen, tote Menschen. Alle in meine Traum drinnen. Doch wenn die Traum vorbei ist, wer kümmert sich noch um diese Traum? Wesen? Wenn der Traum vorbei ist, wer kümmert sich noch um diese Traumgestalten? Wer kümmert sich noch? Der Kümmerer, hat die Pflicht, sich in aller Liebe zu kümmern. Und der Nicht-Kümmerer kümmert sich nie. So sind er alle Aufgaben verteilt. Was aufgehen kann, kann untergehen. Was geboren wird, wird sterben. Was schön sein kann, kann auch unschön sein. Was das sein kann, kann dies sein. Was nicht sein kann, kann alles sein. Was du sein kannst, kann ich auch sein. Was bin ich? Was bin ich? Ich bin, was ich bin. Ich bin, was ich bin. Ich bin.
Ich spinne mir das Universum zusammen mit die ganz die viele Planeten, Sterne und die Luft dazwischen, wo dazwischen die leere Raum ist, doch keine Luft. Ich träume von die Sternen, Tiere, die um die Sonnen fliegen können, in die Luftleere Raum. Sie haben stabile Haut wie Planeten und eine kleine eigene Atmosphäre, sodass sie können reisen durch die ganze Weltall. In meinem Traum ist das mir erschienen. Meine Traumgestalten, die durch die Weltall fliegen. Und kosmische Staub und Strahlung sich ernähren von. Und dann, wer kümmert sich, wenn der Traum ist, aus, um diese Traumwesen? Wer sagt, die Traum ist aus? Wer sagt, die Traum hat angefangen? Angefangen mit dem Mir, mit dem Ich, sagt, dies ist die Traum. Dies ist die Traumgleiche Gleichung von die unberechenbare Zeit. Lass dir eingehen, was dir reinfährt. Lass dir rausschauen, was dich rausschaut. Du kannst es schalten ab, wenn die nichts dich interessiert. Und du musst es schalten ein. Jede Früh musst du schalten ein. Deine Gehirne. Da musst du trinken. Was auch immer, Wasser, Tee, Kaffee oder Kuchen, Brot, Smoothie. Dann trinkst du, auch wenn du keine Durst hast, trinkst du aus Gewohnheit vielleicht manchmal. Was willst du wissen? Welches Wissen willst du dir behalten? Welches Wissen brauchst du, um zu sein? Die Körper funktioniert von alleine. Du denkst, du musst füttern tun. Oder mach die Körper von selbst, nehmen Essen rein in die Stecken, die Mund und die Verdauung funktionieren, ohne dass du denkst darüber auch nur ein bisschen klein. Und was soll das? Keine Nichtsahnung, ich wissen überhaupt.